Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi spielt Ark Lost Island. Ja, auf der neuen Map unterwegs. Oh, du gefällst mir aber sehr. Oh, du bist lila. Oh, du bist hübsch. Oh, du bist leider nur Level 64. Ja. Und ja, gestern die erste Folge, heute die zweite. Allerdings kommt ab jetzt aus zeitlichen Gründen Ark nur noch jeden zweiten Tag im Wechsel mit entweder 7 Days to Die oder Star's End. Icarus kommt ja zurzeit jeden Tag. Ja, anders ist es für mich leider zeitlich nicht machbar. Ich wollte eigentlich gerade. Nein, ich möchte doch nicht darunter. Ich wollte eigentlich gerade zu dem Loot Drop, aber ich habe mir es anders überlegt. Glaube ich. Obwohl, da ist das. Ups, das wollte ich nicht. Nein, das wollte. Das wollte ich nicht. So, die. Ach, die ganzen Sachen hat man ja auch schon gecraftet, ne? Ach, egal. Kostet ja nicht so viel. Schauen wir mal. Schafe? Gibt's Schafe? Gibt's Schafe? Hallo. Meh, na du kleines süßes Schaf. Ich möchte dich gerne killen. Ah nee, es bringt ja noch nichts, oder? Egal. Oh, das ging schnell. Mir ging es jetzt eher um das Hammelfleisch. Wir haben zwar noch nichts zum Kaltstellen, aber egal. Bei der Menge, die da wieder rauskommt, wird sich das eine Weile halten. Na, ich bin gespannt. Wow. Nimmt wieder kein Ende. Diese Schafe, sie nehmen nie ein Ende. So. Okay, dann haben wir nämlich schon mal Fleisch für, wenn wir uns so ein Petri zähmen wollen. Hey, ich bin gerade so ein bisschen lost. Wo ist denn? Ach, da hinten ist mein Zuhause. Ah. Kaum hier drin und schon verlaufen. Ist aber auch wirklich, also die Büsche und so, das ist schon echt groß skaliert, ne? So. Ja, und hier drinnen steht, sieht dann keiner. Und ich hier drinnen noch duckst. PvP, dich sieht kein Mensch. So. Wir sollten vielleicht auch mal alles durchreparieren und vielleicht auch noch mal einen Speer oder zwei. So. Was können wir denn noch alles machen? Das haben wir schon. Ja, wir könnten aus Holz umbauen. Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Hier haben wir. Was braucht man dafür? Mehr Steine. Okay. Mehr Steine ist nicht das Problem. Hier gibt es mehr Steine. Oh, mehr Steine, die nicht abbaubar sind. Aber die Steine hier sind abbaubar. Den hatten wir doch schon mal weggehauen. In der letzten Folge. Der ist auch etwas überskaliert. So, wenn wir hier noch mehr Steine abbauen, dann könnten wir eigentlich direkt noch den hier für Feuerstein abbauen. So. Und dann mal schauen, können wir dann eigentlich schon irgendwelche. Was war das? Go to nearby backpack and activate this item to pull the inventory of it. Ah, okay. So. Die können wir jetzt herstellen. Das Potent Narcotics brauchen wir mal, ne? Den Food Remover kann man noch lange nicht herstellen. Was ist das? HG Strider Box. Ah, brauchen wir nicht. Ist für Genesis 2. Was hier alles mit bei ist.
Skyclass-Skin. Alltime Level Up Points, Showtime Food, Mount in Order, Show Color, Game Color Index. Oh! Skyclass nach. Interessant. Interessant, interessant. Ich suche schon wieder. Ich suche schon wieder eine Tür, wo gar keine ist. Aber hier. Dann packen wir nämlich hier auch schon mal bisschen. So, dann haben wir nämlich auch schon. Sieht alles so schief aus irgendwie. Oh. Noch ein Tick zu weit weg. Jetzt ist es wahrscheinlich. Guckt es jetzt außen raus? Oder kann man das. Nö. Na, bin ich mal gespannt, wie es beim Holz dann ist. Bei den Holzstrukturen. Ich werde auf jeden Fall direkt mal als allererstes die Tür aus Holz bauen. Wenn wir es denn können. Sieht so aus, sieht so aus. Dann mal Fenster, das ist auch wichtig. Ich hätte gern diese Doppeltür. Wie denn? Ja, aber die normale Tür. Jetzt hier diese Doppeltür. Doch, hier ist sie. Da ist sie. So. Hauptsache, die Tür bleibt ernsthaft. So. Die Tür haben wir. Hilfe. Was ist das denn? Die. Jetzt einer oder sind das mehrere? Ein Weibchen. Obwohl. Haben wir hier vielleicht noch Gammelfleisch drin? Ich glaube, der verzieht sich gerade wieder, weil er mich nicht kriegt. Hör das mal auf. Ah ne, da ist er wieder. Ja, aber es wird nicht reichen. Wir müssen das mal alles aufteilen. Mit 5 Pfeilen werde ich den nicht down kriegen, denke ich. Oder 6? So, wir packen erst schon mal das hier alles rein, das auch. Wir uns zur Not wieder rausholen. Hier machen wir. Ja, ich komme gleich zu dir, mein Freund oder Freundin. Warte. Die habe ich schon genommen. Ach du, jetzt ist sie gleich weg, wetten. Obwohl, ich höre sie ja noch dabbeln. Bin mal gespannt. Probieren können wir es ja mal. Wo ist er denn jetzt hin?
ist sie denn jetzt hin? Habst du doch noch tapsen hören? Oh, es wird Nacht. Da ist sie. Schau mir in die Augen. Oh, shit. Habe ich einen versemmelt. Kann ich den wieder aufheben? Arnold Steinfeil. Egal. Okay, wir haben eine Raptöse. Ist zwar nur ein kleiner, aber besser wie nichts. Ach, und schon geht das Tiermessitum wieder los. Leuchtet hier denn überall so? Ist es. Sind das für Punkte? Das sind aber noch. Oh. Ja, gib mir mal schön das Fleisch wieder. Du kriegst anderes. Ne? Aber das sind doch da hinten nicht schon die Geschenke, oder? Weil Raptor Klaus war doch noch gar nicht da. Oder ich bin irritiert. Du machst mir so ein bisschen Angst hinter mir, weißt du das? Wie wollen wir dich denn nennen? Bist ein Mädchen? Ramona. Bleib mal stehen. Das funktioniert übrigens alles noch. Können wir schon einen Raptor satteln? Was fehlen dafür? Fasern nur. Das ist das kleinste Problem. Man muss hier nur erstmal in dem Wald den Punkt erwischen. Aber das da hinten. Also ich bin immer noch irritiert über diese Punkte, die da hinten runter gingen. Ich meine, das waren doch nicht schon die Geschenke. Raptor Klaus kommt doch erst noch, oder bin ich jetzt ganz wirr? Oder ist das diesmal anders? Oder. Bin irritiert. Ich weiß nur, das, was ich bis jetzt hier von der Map sehe, gefällt mir unwahrscheinlich gut. Und was ich sehr schön finde, ist, es ist zwar Nacht, aber es ist überhaupt nicht sehr dunkel. Und das finde ich sehr, sehr angenehm, dass es so hell ist, dass man hier nachts nicht mit Gamma arbeiten muss. Und das ist eine natürliche Helligkeit, weil das Gamma sieht halt immer so ein bisschen doof aus. So, jetzt haben wir da auch genug. So, noch ein bisschen mehr Leben. So. Und dann würde ich ihr jetzt eben noch einen Sattel bauen. Raptor-Sattel, jawohl. So. Oh, du brauchst Ausdauer, du brauchst Leben, du brauchst alles, ne? Und Essen brauchst du auch. Aber ich habe kein Essen für dich. Müssen wir holen gehen irgendwie. So. Kann dir erstmal nur ein bisschen Gebratenes geben. Aber Gebratenes ist ja auch gut, ne? Gebratenes Fleisch ist auch lecker. Nimm das. Das können wir auch. Oh, ich bin mich erschrocken. Ja, Santa Claus ist da. Quatsch, Raptor Claus. Wir brauchen mehr Fleisch, glaube ich.
Immer diese Werkbank, ne? Munition. Die Konsumgüter, Sekunde, Stimulant, 5 Narkosemittel und ein verdorbenes Fleisch. Okay, aber also jetzt hier bei Ramona oder sowas haben wir das zum Beispiel nicht gebraucht. Nichts. Doch da. Da oben ist er. Dr. Klaus. Hoffentlich haben wir bald einen Petri, dass wir da vielleicht auch ein paar Geschenke abgreifen können. Das wäre schön. So. Cool. Dann frage ich mich aber, was das vorher für Punkte waren, die hier runtergegangen sind, als es Nacht wurde. So, der Raptor ist auch im Level aufgestiegen. Ich krieg erstmal ein bisschen nehmen. Dann gehen wir mal da an den Dino, würde ich sagen. Sind zwei Dinos. Ey, was stimmt denn mit dem Dino nicht? Sehr, sehr nice. Also mir gefällt die Map bisher sehr, sehr gut. Muss ich sagen. Bin gespannt, was wir hier noch so alles entdecken und erkunden können. Und ja, aber ich halte mich im Moment ein bisschen hier unten auf, weil ich mir dieses Mal echt vorgenommen habe, ein bisschen langsamer zu spielen und arg auch mal wieder ein bisschen mehr zu genießen. Was ja echt noch gar nicht so einfach ist. Ja, mein Ovi. Weiß nicht, ob wir den. Keine Ausdauer mehr. Nee, dann kriegen wir den nicht. Oh, ist das schön. Also, diese Helligkeit gefällt mir super, super gut über Nacht. Ich hoffe ja mal, vielleicht kommt Raptor Klaus ja auch mal bei uns drüber. Wäre schon schön. Ach, ich wollte ja auch immer mal gucken, welche Fische hier alle spawnen. Apropos Fische, ich könnte mal was trinken. Ne? So. Und meinen Hut wollte ich auch mal verstecken. Hut verbergen. Und Ramona hat ein Level up. Oh. Gebratene Fleisch können wir jetzt essen. Sie hat jetzt ihr eigenes. Wir machen mal mehr auf Leben. Gut. Die ist eine hübsche, ne? Eventfarben. War auch selten, dass ich direkt mit dem Raptor starte, aber wenn sie schon versucht, unser Haus zu beißen. Wie gesagt, für diejenigen, die mich oder mein Spielstil nicht kennen. Also ich habe grundsätzlich Struktur und Schaden aus, weil ich das hasse, wenn die Viecher mir die Gebäude kaputt machen. Da bin ich so gar kein Fan von. Mal gucken, ob wir den Moschops down kriegen. Ein Biss hat noch gefehlt. Aber ich habe keinen Bock, dass Ramona uns hier ohnmächtig wird. Das muss nicht sein.
Ich will jetzt nur mal ein bisschen sie noch ein bisschen leveln und. Was bist denn du für. Was bist denn du für ein Monster? Schon wieder hell? Tatsache. Hat die Nacht aber gar nicht so lange gedauert. Dabei habe ich, ich glaube, die Tageslänge auf 0,8 und die Nacht auf einfach steht. So. Wir haben ein Level, machen wir auch mal auf Leben. Und sie hat 4. So, noch mal auf Leben. Erstmal ist Leben so das Wichtigste. Oh ja. Galli? Okay. Ja, ich bin mal gespannt. Wir müssen ja auch erstmal gucken, wo welche Tiere spawnen etc. Also, wo wir hier welche Tiere bekommen. Und über das Zähmen der neuen Tiere, da werde ich mir, glaube ich, noch Zeit lassen. Besonders den einen aggressiven. Obwohl, dass man die alle nur passiv zähmen kann, ach, ich weiß nicht. Ich bin kein Freund von passiv zähmen. Der Stego sieht schon nice aus da, ne, in den Event. Oh! Da oben sind Verwandte von Ramona. Die müssen wir aber jetzt noch nicht begrüßen. Ich weiß auch nicht, ob sie mit Zweien klarkommen. Ja, jetzt wollte ich ja eigentlich das Haus auf Holz umbauen. Jetzt sind wir hier unterwegs, ne, mit Ramona. Naja. Das ist schon schön hier so im... im Sonnenaufgang. Sind die Brontos unterwegs. Wo wir in der ersten Folge ganz viel von gesehen hatten, waren hier die Weihnachtsgatras. Aber die sind jetzt irgendwie alle wie vom Erdboden verschluckt. Da oben sind die zwei Raptoren. Hm. Wäre auch gerne mal zu so einem Loot Drop oder sowas, aber nicht, wenn da Raptösen sind. Da mag ich nicht hin. Ich möchte jetzt eigentlich auch Ramona nicht direkt in Gefahr bringen. Und ich hätte vielleicht mal gucken sollen, wo wir... wir haben quasi so einmal quer drüber gebaut, ne? Wir haben da drüben irgendwo gebaut, oder? Ja. Hier haben wir Schildkröten. Die Frage ist halt, was haben die für ein Level? 32. Wenn die alleine ist, müsste es doch eigentlich machbar sein, oder? Ich will die nur ein bisschen wegziehen. Ich denke so an Chitin für den Tetranodon-Sattel und
Ach, sie gibt nur Keratin. Ja, gut. Ich wollte sie abbauen. Ja, mit 16 Keratin kommen wir jetzt nicht weit. Ach Mann. Ja, nu. So, wir brauchen halt auch mehr Narkotics und sowas. 240er Dodo. Wow. Max Level Dodo. Oh, der hier ist ja schon wieder fast zu schön, ne? Aber der war jetzt natürlich Low Level. Die schönen sind immer Low Level. Immer. Mag es. Ich mag die Stimme von dem. Also das Grunzen, was die jetzt haben. Weil ich muss sagen, die Raptoren früher, die haben mich eher genervt. Aber jetzt hier so das neue unterschwellige Grummeln, das finde ich schon sehr nice. Hier, 83 Team mit der. Weißt du, wenn du die... Muss ja irgendwo noch eine sein. So. Jetzt haben wir wenigstens Chitin. Und Fleisch in rauen Mengen. Dann machen wir nochmal so. Oh, guckt euch den Bronto an, ey. Na super, die Folge ist schon wieder rum. Ich wollte hier oben halt zu dem Loot Drop. Ich weiß nur gerade nicht, wo die anderen zwei Raptoren sind, die hier rumgestreift sind. Das ist die. Da unten sind die Raptoren. Da ist ein Dreierpack. Die gehen jetzt auf den Petri. Der Chibi kommt aus einer Mod. Ich habe da so eine Mod, die. Ersetzt quasi. Oder nicht ersetzt, aber da bekommt man aus weißen und grünen Loot Drops unter anderem halt auch Chibis. Fand ich eine ganz gute Idee, obwohl es ja im Moment eh die Chibis gibt. Glaube ich, durch Raptor, Klaus und so, aber ist egal. Wir schauen mal. Ah, hier hinten haben wir die Gachas. Hier hinten wohne ich doch auch irgendwo, oder? Glaube ich. Hier haben wir die Gachas wieder in rauen Mengen. Aber wo wohne ich denn? Ich habe vergessen, wo mein Haus wohnt. Und die Folge ist auch schon wieder rum. Dann würde ich sagen, ich suche mal weiter mein Haus. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Habt bis dahin eine schöne Zeit, eure Shazadi. Ciao, ciao.